Es geht nichts über die richtigen Connections. Deswegen beschäftigt sich dieses Video heute mit dem Thema Ivrit lernen mit Israelis. Wenn man gerade erst angefangen hat, Hebräisch zu lernen, dann ist vermutlich das Eigenstudium noch am sinnvollsten, aber ab einem gewissen Punkt ist es einfach mega hilfreich, wenn man irgendwann mit Muttersprachlern in Kontakt treten kann. Sei es, um das Land an sich selber besser kennenzulernen und die Leute, deren Mentalität, die Feste, die Bräuche und den Alltag, oder aber um eben seine Sprache zu verbessern, Fragen zu stellen, sich korrigieren zu lassen. Und für beides habe ich heute zwei Seiten, die ich euch vorstellen möchte, die ich selber auch benutze und die ich sehr, sehr empfehlen kann. Die erste Seite heißt interpols.net und das ist eine internationale Webseite, auf der man einfach Menschen von überall auf der Welt kennenlernen kann. Das benutze ich eben, um in Kontakt mit Israelis zu treten, und das ist gut, wenn man Freundschaften schließen möchte. Ich habe sehr viele Israelis dort kennengelernt. Mit einigen bin ich bis heute befreundet und habe sie auch persönlich kennengelernt. Und das ist natürlich eine super coole Sache. Ich bekomme einfach einen Eindruck davon, wie das Leben in Israel so ist. Ich höre persönliche Meinungen, Lebensgeschichten und habe einfach die Möglichkeit, da mich mit Leuten auszutauschen. Das ist wirklich cool. Und die zweite Seite ist diese hier. Sich dort anzumelden macht vor allem dann Sinn, wenn man seine Sprache verbessern möchte. Also, ich kann euch das mal zeigen. Und zwar habe ich mich dort angemeldet und ich schreibe dann Texte auf Hebräisch, irgendwelche Übungstexte oder einfach so freie Texte. Und dann haben hebräische Muttersprachler die Möglichkeit, meinen Text zu korrigieren. Das sind keine Lehrer, sondern es sind einfach Muttersprachler, die mir dann eben sagen, ja nee, das muss man so schreiben oder so würde man es eher sagen oder was weiß ich, du hast dieses Wort falsch konjugiert, und dann korrigieren die das einfach. Und das ist eben sehr hilfreich, wenn man seine Sprache verbessern will. Um Freundschaften zu knüpfen, in dem Sinne ist es jetzt nicht so geeignet, es ist halt, basiert halt wirklich mehr auf diesem Lernen, Schreiben und Korrigieren. Und ich kann natürlich das Gleiche machen mit deutschen Texten. Also wenn es dort jetzt Leute gibt, die Deutsch schreiben oder die Deutsch lernen, dann korrigiere ich deren Texte. Und je mehr Texte ich selber korrigiere, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch meine Texte quasi auf der Startseite erscheinen und korrigiert werden. Und dieses Prinzip finde ich eigentlich ganz schön. Wenn ich jetzt Leute auf Interpol zum Beispiel kennengelernt habe, dann ist es auch oft so, dass wir dann gleich quasi Skype-Kontakte austauschen, was ich persönlich dann auch sehr bevorzuge, weil man dann eben nicht nur so bei den Nachrichten bleibt, sondern ich habe die Möglichkeit, mit der Person zu reden, sie zu sehen. Das heißt, im Grunde genommen sind fast alle meine Interpol-Kontakte auch gleichzeitig meine Skype-Kontakte, und dann gucke ich einfach immer wieder, wann habe ich Zeit, mit wem zu reden. Und kommt natürlich auch immer ein bisschen aufs Zwischenmenschliche an. Mit dem einen versteht man sich besser, mit dem anderen nicht. Erfahrungsgemäß unterhalte ich mich dann doch nicht so viel auf Hebräisch, weil es ist dann wirklich mehr so dieses Freundschaft knüpfen, und das geschieht dann meistens auf Englisch. Das ist aber auch völlig in Ordnung, weil ich diese Kontakte echt nur habe, einfach um Freundschaften zu schließen, um das ganze Leben dort besser kennenzulernen. Und wenn ich aber Fragen habe, ist immer die Bereitschaft da, mich zu korrigieren oder meine Fragen zu antworten, so gut es eben geht. Und ja, das war's eigentlich schon. Also beides kann ich nur empfehlen. Interpols macht grundsätzlich Sinn, einfach wenn man sich mehr mit einem Land beschäftigen, in diesem Fall mit Israel beschäftigen möchte, um dort Leute kennenzulernen. Und ich würde sagen, dass die andere Homepage eher da ist, wenn man schon ein bisschen Hebräisch kann, um sich die eben korrigieren zu lassen. Das ist natürlich immer hilfreich, wenn man selber auch ein bisschen kontaktfreudig ist, gerade bei Interpols.net, wenn man auf Leute zugeht, aber also ich habe wirklich schon tolle Leute kennengelernt und kann das nur weiterempfehlen.